Erika, Schwesterchen, siehst du denn aus? Der Mann ist mir untreu. Das Schwein. Jeden zweiten Abend geht er los. Adressen schreiben, wie er sagt. Das ist natürlich Schwindel. Wo hat er aber dann die 5 Mark her jeden Abend? Und was sagt er denn? Ja, ich habe ihn gar nicht erst gefragt. Ich habe Angst, er hört mit seiner Nebenarbeit auf und das Geld kann ich so gut gebrauchen. Halunke. Es hat auch gar keinen Zweck. Der beweist einem glatt das Gegenteil, wie er so ist. Und dann kann man womöglich noch abbitten obendrein. Und Lump. Lieber Alfred, und da habe ich gedacht, weil du doch so sehr für Moral bist und so. Selbstredend. Und du bist auch der Einzige, vor dem er Angst hat. So, weil du meinst, ich soll mir den Burschen mal vorknöpfen. Ach ja, bitte. Wilhelm, genannt Wildom, wurde bereits als junger Mann kurz nach dem Abitur während des Ersten Weltkriegs zum Kriegsdienst verpflichtet und diente als Leutnant bei der Infanterie. Dom arbeitete nach dem Ersten Weltkrieg zunächst als Bankangestellter in Dresden und nahm zeitgleich privaten Schauspielunterricht. Es folgten Bühnenstationen in Dresden und München. 1926 gab Dom in dem Kriegsfilm Kreuzer Enten neben jungen und ebenfalls noch unbekannten Kollegen wie O.E. Hasse und Helmut Keutner sein Spielfilmdebüt. Hier spielte er die Rolle eines russischen Kapitäns, eine Figur, die er 1932 auch in der Tonfilmversion verkörperte. Es folgten Rollen in Produktionen wie Curtis Bernards Science-Fiction-Film Der Tunnel. Und halte mein Wort. Ich zähle jetzt bis 3. Wenn Sie mir bis dahin nicht gesagt haben, wer Ihr Auftraggeber ist und was Sie vorhaben, schieße ich Sie über den Haufen. Dem Lustspiel Allotria. Ich fürchte, wir werden das gnädige Fräulein nicht als Brief schicken können. Warum nicht? Es hat beträchtliches Übergewicht. Schwere Sache, was? Eine schwierige Sache. Mister gnädige Herr, ihr nicht zu wenig Gewicht bei. Emmy. Süß war sie ja doch, hm? Aber gefährlich. Entzückend und gefährlich. Herr je, wenn ich mich so erinnere. Darf ich den gnädigen Herrn daran erinnern, dass der gnädige Herr sich nicht mehr daran erinnern wollte? Und dem Drama Tanz auf dem Vulkan. Na und was dann, wenn eine Stars de Bureau auf und davon geht? Was dann? De Bureau? Du bist ja nicht weiter verstanden. De Bureau liebt das Theater. Sein Theater ist unser Theater. Unser Theater, du neunmal Fluge. Na, und von seiner Liebschaft mit der Gräfin ist wohl nichts gehört. Was? All seine schlechten Stimmungen in den letzten Zeiten stammen nur daher. Glaub mir, so fängt es immer an. Na, bald wird ihm nichts mehr gut genug sein. Na, dann würde alles so kommen, wie ich es immer befürchtete. Wie oft habe ich dich gebeten, die Büro einzuladen, nach der Vorstellung den Abend mit uns zu verbringen. Dann wäre er mehr mit Angèle zusammengekommen, die bis über beide Ohren in ihn verliebt ist. Er wäre unter Kollegen. Der Film machte den graziösen Dicken erst richtig bekannt und beliebt, besonders als Partner seiner Frau in Das Bad auf der Tenne von 1943. Warum nicht? Ich verbiete es als Bürgermeister. Als Bürgermeister? Jawohl, als Bürgermeister von Tierbrück und damit basta. Nun, dann werde ich einmal beim Hohen Gericht in Kleve anfragen, ob ein Bürgermeister dazu das Recht hat. Also gut, dann verbiete ich es dir als Ehemann. Als Ehemann? Soll ich denn das ganze Dorf für verrückt halten? Ein anständiger Mensch, der steckt nur den Kopf in den Waschzuber und am Samstag vielleicht auch mal die Füße. Die Leute im Dorf... Und was wissen schon die Leute? Das Baden im Duftwasser ist heilsam. Es ist wie ein Feuerwerk für die Sinne. Es macht das Blut lebendig. Dein Blut ist mir lebendig genug. Lebendig genug? Ach, was so? Also grundsätzlich, ich verbiete... Ich verstehe. Du verbietest, als Ehemann. Dass du mich keinen Augenblick zu Worte kommen lässt. Jawohl, als Ehemann. Wieso als Ehemann? Also ich dulde in meinem Hause keine Sintflut, verstanden? Keine Sintflut, verstanden. Wenn du also wie ein roter Krebs im heißen Wasser hocken musst, gut. Aber das Ding hier, das Ding kommt raus. Kommt raus. Wenn du durchaus baden willst, dann bade auf der Tenne. Was hat denn den Blödsinn hier gemacht? Sieht denn das niemand? Ausverkauft! Na,
ausverkauft, alles ausverkauft. Die Saison hat noch nicht begonnen und hier hängen alle Schilder draußen ausverkauft. Aber lieber Direktor, warum soll die neue Revue nicht ausverkauft werden? Beschreibt es nur, das habe ich hier. Vorsicht, Herr Direktor, frisch gestrichen. Ach, du lieber Gott, wir brauchen gar nicht erst anzufangen. Wir sind ja bereits durchgefallen. Aber Herr Direktor, wie kann man denn so abergläubig sein? Das ist kein Aberglaube, mein liebes Kind, das ist Erfahrung. Vergleichbar mit den Kurzfilmen Tran und Helle, die während der deutschen Wochenschau im Krieg zu sehen waren, so hatte auch Will Dohm eine eigene Serie mit dem Namen Thomas. Hier versucht er als Thomas in Versen den Bürgern zu erklären, wie man zum Beispiel Strom sparen kann, oder er macht Werbung für die Spinnstoffsammlung. Thomas trägt mit ernster Miene eine Kerze in der Hand. Zum Fenster hinter die Gardine, von dort zur Tür, entlang der Wand. Er sucht Luft, er sucht Wind, die kalt und deshalb störend sind. Wer ihn so durch die Tür erblickt, der hält ihn für total verrückt. Thomas aber konstatiert, seinerseits ganz ungeniert, überall brennt still das Licht. Zugluft kennt das Zimmer nicht, Wärme nicht nach draußen flüchtet, weil hier alles abgedichtet. Und voll Spannung tritt er dann an den Ofenplatz heran. Schon fährt die kluge Flammenspitze entlang der Tür und Kachelritze. Hier und hier, man glaubt es nicht, verschwindet fast das Kerzenlicht. Hurtig jetzt, ich weiß genug, Frau Schmoller, sehen Sie hier den Zug. Am Fenster nicht. Nicht an der Tür, jedoch allein am Ofen hier herrscht unerlaubter Luftverkehr. Strömt Luft hinein. Hier, bitte sehr. Am Ofen heißt das falsche Luft, durch die die Wärme schnell verpufft. Sie wollen fragen, was jetzt wird? Die Ritze, die wird zugeschmiert. Eine Schürze bitte und auch Lehm auf Ofenkitt ist angenehm. Die Schmoller rennt und holt's herbei. Im Film ist keine Hexerei. Ihr holt den Lehm beim Töpferswang und macht es so, wie es jeder kann. Die Schürze schützt das Hosenbein und wie man sieht, bleibt alles rein. Wie es hier war, ist in manchem Haus zur großen Freude Bohlenklaus. Halt dir den Spiegel vors Gesicht. Bist du's oder bist du's nicht? In den meisten seiner über 50 Filme verkörperte Dohm komische Charaktere, überzeichnete Sympathieträger und Deppen. So auch in seiner letzten Rolle als Theaterdirektor Michel Falke in Gesa von Bulwaris Operettenadaption Die Fledermaus von 1945. Der kommt todsicher wieder mit einer Ausrede. Da wird er kein Glück mehr haben. Wenn er Mittwochabend um 7 Uhr nicht hier ist, bin ich um 7:30 bei ihm und hol ihn persönlich. An welchem Mittwoch? Mittwoch den 1. Da ist doch der große Ball bei meinem Freund, dem Prinzen Orlowski. Da will er doch unter allen Umständen hingehen. Du, ich auch. Du musst mir eine Einladungskarte verschaffen, ja? Ich dir? Natürlich. Michael, du bist doch mein Freund. Na, ich hätte allerdings noch eine einzige Einladungskarte, aber die lautet auf den Namen eines Chevalier Chagall. Daneben arbeitete er als Sprecher für den Hörfunk und für die Filmsynchronisation, wobei er seine Stimme unter anderem Lionel Barrymore in Lebenskünstler und Oliver Hardy in Bonnie Scotland in der deutschen Fassung von 1933 lieh. Will Dohm war mit der Schauspielkollegin Heli Finkenzeller verheiratet. Die gemeinsame Tochter Gabi Dohm ist ebenfalls als Schauspielerin tätig. Am 28. November 1948 starb er im Alter von nur 51 Jahren an einem schweren Herzleiden in München. Er wurde auf dem Waldfriedhof München neben seiner Gattin beerdigt.